herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel schon gelesen habt, es geht um Einschlaftipps und Leute, die mich sehr gut kennen, wissen, dass Einschlaftipps und ich vielleicht nicht so gut zusammenpassen, denn ich habe wirklich einen katastrophalen Schlafrhythmus. Aber ich hatte ihn auch schon mal wieder besser und möchte euch deswegen erzählen, woran ich gerade arbeite, dass er wieder besser wird und wie ich ihn damals besser hinbekommen habe. Und bevor ich meine schlaue Liste zur Hilfe nehme, kommt jetzt das Intro und dann machen wir einfach weiter mit dem Video. Zuallererst möchte ich euch sagen, zieht euch was Bequemes an. Ich habe mir auch was Bequemes angezogen. Holt euch was zu trinken, Saft, Limo, irgendetwas, Tee. Denn ich weiß wirklich nicht, wie lange das Video dauert. Logisch, ich fange jetzt an zu drehen. Ich werde versuchen, nicht so viel zu schneiden. Ich habe mal in einem Video Schnitz gesagt, dass ich nicht so viele Schnitz reinmachen wollte. Und ich fand es irgendwie süß, aber wenn ich es beibehalte, werdet ihr mich für blöd abklären. Deswegen Schnitte. Ich versuche nicht so viel Schnitte reinzugeben. Und zuallererst, ich habe jetzt seit ungefähr 13 Jahren diese Schlafrhythmusprobleme. Seit 13 Jahren war ich sehr selten von 0 Uhr im Bett. Und es ist einfach so, dass es mit mir zu tun hat. Also es ist keine medizinische Ursache dahinter, sondern einfach, dass ich ein Nachtmensch bin. Ich liebe es abends, ich könnte abends am meisten machen, ich bin abends total produktiv. Und ja, deswegen möchte ich mit euch gerne die Liste durchgehen, denn ich hatte schon mal besser und bin jetzt ein bisschen rückfällig geworden und muss wieder schauen, dass ich wieder ja, die Kurve umkriege, denn 3 bis 4 Stunden pro Nacht sind nicht viel Schlaf. Ich gehe meistens so gegen 3, 4 schlafen und stehe um 7 auf, was natürlich heißt, dass irgendwann der Körper ausgelaugt ist. Und deswegen dachte ich mir, arbeiten wir zusammen daran, einen guten Schlafrhythmus zu bekommen. Und ich fange jetzt an. Wie gesagt, meine Liste, wo ich hoffentlich alles lesen kann. Und ich habe sie mir eigentlich nur gemacht, damit mir alles einfällt. Nicht, dass ich das Video abgedreht habe, schneide und dann denke, das hätte ich noch sagen können. Das Erste und das Wichtigste ist wirklich, man muss sich aufs Schlafen freuen. Also man muss sich schon freuen, schlafen zu gehen. Denn wenn man keine Lust hat, schlafen zu gehen, dann wird das auch nicht so gut klappen. Deswegen freuen, ein Ritual vielleicht einbeziehen, dass man immer das Gleiche macht vorm Schlafengehen, damit der Körper weiß, okay, jetzt geht's langsam ins Bett. Und wirklich, das wirklich feiern, dass man sagt, der Tag ist geschafft, ich kann mich jetzt hinlegen, ich habe jetzt alles hinter mir und kann mich schlafen legen und kann in Ruhe einschlafen. Das ist auch wichtig, dass man so viel wie möglich am Tag erledigt hat, denn wenn man abends noch ins Bett geht und denkt, ich wollte noch bügeln, den Müll rausbringen, die Wäsche ist noch in der Waschmaschine, und ich habe für morgen noch nicht die Anziehsachen rausgelegt, dann kann man einfach schlechter abschalten. Deswegen versucht so viel wie vorm Schlafen gehen angeht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Versucht so viel wie möglich vor dem Schlafen gehen zu erledigen, damit ihr das einfach weg habt. Oder wenn die Sachen nicht wichtig sind, versucht nicht dran zu denken, denn die Wäsche kann ruhig mal ein bisschen noch in der Waschmaschine bleiben. Das könnt ihr am nächsten Tag noch machen. Davon wird sie nicht kaputt gehen. Das nächste wäre, nicht zu spät essen und nicht hungrig ins Bett gehen. Was ich damit nur meine, ihr kennt es vielleicht, wenn man zu viel gegessen hat und man neigt ja recht oft dazu, dass man sich eher überisst, wenn etwas lecker ist, dann hat man einfach einen schweren Magen und kann nicht so gut schlafen oder so gut abschalten. Manche vielleicht, ich kann es nicht. Und deswegen sollte man das vermeiden, vor allem fettige Speisen, Speisen, die schwer im Magen liegen, sollte man meiden. Wenn ihr irgendwas isst, was nicht so schwer im Magen liegt, dann könnt ihr wahrscheinlich Suppe, einfach klare Brühe, könnt ihr so viel essen, wie ihr möchtet. Aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu, warum ihr vielleicht nicht ganz so viel Flüssigkeit aufnehmen solltet, dazu gleich. Und hungrig ins Bett gehen ist absolut schlimm, wenn man dann im Bett liegt und Hunger hat und sich dreht und wendet und denkt sich, ach, jetzt könnte ich ja noch ein paar Kekse essen. Das ist absolut schlimm, deswegen schaut, dass ihr wenigstens vorher was Kleines isst, wenn ihr keinen großen Hunger mehr habt oder sagt, es ist zu spät, einfach um euch noch was zu machen. Wenn ihr um 22 Uhr ins Bett geht, wird es einfach zu spät sein, wenn ihr sagt, ich fange jetzt an zu kochen, außer ihr seid ich, dann fangt ihr öfters mal um Mitternacht an zu kochen. Aber sonst wird es einfach zu spät, deswegen vielleicht ein paar Kekse hinlegen, wo ihr sagt, okay, wenn ich abends nochmal Hunger bekomme, esse ich 1, 2 Kekse, Packungen und dann lege ich mich ins Bett. Nicht zu spät und nicht zu viel trinken. Da kann ich euch eine ganz tolle Geschichte erzählen und zwar bin ich jemand, der tagsüber oftmals vergisst zu trinken. Aber ich möchte natürlich mein Pensum haben von den 2, 2,5 Litern am Tag. Das heißt, wenn ich am Tag so 1 Liter trinke, habe ich eine Zeit lang vorm Schlafengehen mir 1 Liter Tee auf Ex rein gehauen, kann man das so nennen? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe wirklich auf Ex 1 Liter Tee runtergeschluckt und getrunken und getrunken. Und dann ist natürlich das Problem, man legt sich hin. Man kann vielleicht gut einschlafen, aber man muss so oft aufstehen, um auf Toilette zu gehen. Also wirklich bestimmt 3, 4 Mal die Nacht und das ist auch schlimm, denn wenn ihr eingeschlafen seid, steht ihr wieder auf und
dann hat man keinen erholsamen Schlaf und dann könnte man theoretisch auch fast gleich wach bleiben. Deswegen trink nicht so viel vorm Schlafengehen. Ich mache es auch nicht mehr. Ich schaue, dass ich so um 18 Uhr meine Deadline setze, wo ich sage, okay, da kann ich nochmal mehr trinken und danach mal ein Glas. Ihr solltet auf jeden Fall vor dem Schlafen was trinken, aber nicht so in den Massen, wie ich es gemacht habe. Es war echt nicht förderlich für mich. Nur weil ich mir gesagt habe, ich muss jetzt was trinken, hat sich nicht gelohnt. Handys, Fernseher, Elektroniksachen, Computerspiele, Tablets, Smartphones, ja, sind ja Handys, aber ihr wisst, was ich meine, sollte man eine Stunde vorm Schlafengehen nicht mehr in der Hand haben. Ist schwer, mein Handy ist immer in der Nähe und vielleicht ist da auch so eine kleine Abhängigkeit bei, aber man sollte theoretisch eigentlich eine Stunde vorher vorm Schlafengehen sich von sowas befreien, damit man einfach runterkommt, entspannt ins Bett gehen kann und sowas nicht mehr angreift. Da müsst ihr schauen, es gibt viele, die schauen zum Beispiel Fernsehen zum Einschlafen und schlafen dabei ein. Ich könnte beim Fernsehen sehr schlecht einschlafen, weil ich wirklich mich dann so auf den Film konzentriere und so viel rede, dass ich mich wieder aufputsche. Deswegen schaut einfach, es ist alles ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Jeder hat so seine eigenen Sachen, die besser helfen oder schlechter helfen. Aber dafür gibt es die Kommentarfunktion unterhalb des Videos da. Und da könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euch hilft, was euch nicht hilft, was ihr so noch als Tipp anmerken möchtet, falls ich was vergesse oder wo ihr sagt, also das habe ich mal ausprobiert und hilft bei mir nicht. Ist nämlich ganz interessant, denn wir können alle voneinander lernen und uns gegenseitig einen guten Schlafrhythmus antrainieren. Wenn ihr möchtet, schreibt es rein. Ihr seid dazu gerne eingeladen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Hörbücher, Kurzgeschichten, die man hört. Da kann ich euch nur empfehlen, schaut, dass ihr sie nicht direkt über die Ohren, also über Kopfhörer hört, sondern frei hört. Das ist einfach angenehmer, weil man, wenn man so Kopfhörer auf den Ohren hat, kann es auch hindern beim Schlafen. Man kann sich nicht so gut in Position legen. Und ich kenne da auch viele, die sagen, Hörbücher gehen überhaupt nicht. Wenn irgendjemand redet im Hintergrund oder so, kann ich nicht schlafen. Ich kann bei Hörbüchern recht gut schlafen. Ich habe als Kind oft Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so gehört. Daher habe ich das so schon drin gehabt wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, das Hörbuch darf nicht zu spannend sein, sonst konzentriere ich mich mehr aufs Hörbuch. Und ärgere mich vor allem, wenn ich dann einschlafe und wach werde und spule zurück und nicht so gut. Deswegen schaut ein ruhiges Hörbuch, eins, was vielleicht nicht so spannend ist, vielleicht eins, was nicht zu lange geht, also nicht gleich so ein 18-Stunden-Hörbuch, sondern vielleicht wirklich Kurzgeschichten für den Anfang. Schaut, dass ihr sie vielleicht bei euch einbauen könnt, wenn nicht, dann nicht. Aber es ist für manche eine Hilfe. Nicht umsonst macht man es bei vielen Kindern, dass man abends auch eine Kassette anmacht oder eine CD. Denn es ist einfach ein schönes Ritual, wenn man es so für sich beibehält und damit klarkommt. Viele sagen, sie gehen vorm Schlafengehen gerne duschen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin aber auch eine Kaltduscherin. Und wenn ich duschen gehe, dann bin ich danach so munter, dass ich die ganze Wohnung erstmal aufräumen könnte. Deswegen gehe ich abends 2 Stunden vorm Schlafengehen duschen oder ich versuche nicht zu spät duschen zu gehen. Aber wenn es euch hilft, dass ihr sagt, ihr geht duschen und könnt dann besser einschlafen oder baden, dann macht das unbedingt. Das kann nämlich auch förderhaft sein oder förderlich. Haft oder Licht. Sucht es euch aus. Das kann nämlich auch gut sein für euch. Schaut einfach, wie ihr damit umgehen könnt. Bei mir ist es, nein, absolut nicht. Wenn ich duschen gehe, vor allem ich als Kaltduscherin. Nein, das ist irgendwie, da kann ich nicht schlafen von. Was immer ganz gut ist und was ihr euch auch beibehalten solltet, ist ein geregelter Tagesablauf. Das heißt, selbst wenn ich erst um 3 Uhr schlafen gehe, zwinge ich mich früh aufzustehen, auch wenn es schwer ist manchmal. Aber man hat halt tagsüber Verpflichtungen und die sollte man unbedingt nachgehen. Ich wäre auch am liebsten ein Nachtmensch, der bis mittags dann schläft und die ganze Nacht durchmacht, aber das geht nicht und das ist auch gut so. Man sollte wirklich versuchen, noch einen geregelten Tagesablauf zu haben, irgendwo mitzuwirken wie die normale andere Welt und Menschheit und wirklich schauen, dass man früh aufsteht oder nicht zu spät aufsteht. Wenn man frühstücken möchte, frühstückt, wenn nicht, dann nicht, aber dass man wirklich schaut, dass man sich zwingt. Das ist am Anfang so hart in die ersten Tage, wenn man lange wach war, aufzustehen, aber es ist auch so wichtig. Und irgendwann seid ihr dann halt dafür müder, früher müder und könnt dann ein bisschen früher ins Bett, bis ihr dann so eure Grenze erreicht habt, wo ihr sagt, um 22 Uhr würde ich gerne jeden Tag ins Bett gehen, außer am Wochenende. Obwohl man auch sagt, man sollte am Wochenende genauso wie in der Woche versuchen, die gleiche Zeit einzuhalten. Was ich aber fast unmöglich finde, ich kenne viele, die versuchen in der Woche um 21 Uhr schlafen zu gehen und am Wochenende will man ja einfach was vom Abend haben.
Da muss man halt auch abwägen. Aber es ist natürlich schon hilfreich, wenn man mal nicht bis 3 Uhr nachts wach bleibt, sondern vielleicht bis 22 Uhr. Deswegen früh aufstehen, versuchen den Tag über sich auszupowern, was zu unternehmen, stolz zu sein, was man geschafft hat. Das ist nämlich auch immer ganz schön, wenn man ins Bett geht und sich abends nochmal überlegt, was habe ich heute alles geschafft, was habe ich erledigt, was wollte ich schon so lange mal machen. Das ist einfach ein positives Gefühl und positiv kann man besser einschlafen, als wenn man dann im Bett liegt und sagt, ach, ich wollte ja auch noch ins Reisebüro, schon seit einer Woche. Und deswegen positive Gedanken schaffen, viel erledigen über den Tag, dann kommt ihr auch gar nicht zum Schlafen, weil ihr nur unterwegs seid. Und dann abends hinlegen, ruhen und glücklich einschlafen. Und versucht auch einen Mittagsschlaf hinauszuzögern, also nicht, dass ihr euch sagt, um 15 Uhr, ich bin so müde, ich lege mich jetzt hin. Bei mir ist das nämlich so, wenn ich mich mittags hinlege und eine Stunde nur schlafe, dann habe ich sogar so viel Energie, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen müsste bis zur nächsten Nacht. Und deswegen schaut, dass ihr euch vielleicht mittags auch nicht so viel hinlegt oder es so hinauszögert, dass es passen würde mit der Schlafzeit, dass ihr von 16 Uhr auf 19 Uhr hochgeht und sagt, so, es ist 19 Uhr, es wäre zwar sehr früh schlafen zu gehen, aber ich schlafe halt einfach mal meine 10 Stunden bis zum nächsten Tag durch oder meine 8 Stunden und schaut, dass ihr den Mittagsschlaf weglässt. Außer ihr seid unter 10, dann bitte, aber ansonsten schaut, wenn es nicht nötig ist, dass ihr den Mittagsschlaf nicht jedes Mal vollzieht. Es gibt natürlich sehr viele pflanzliche Mittel, die helfen, dass ihr besser einschläft. Ich merke so, ich fuchte die ganze Zeit mit meinen Händen rum, das ist aber in mir so drin, so bin ich. Deswegen tut mir leid, ich bin halt ein Mensch, der nicht still sitzen kann. Auf jeden Fall gibt es auch sehr viele pflanzliche Mittel, Baldrian, Lavendeltee, Lavendelkissen helfen sehr gut. Ich habe auch mein Video gemacht zu einem Kissenspray mit Lavendel, das versuche ich euch zu verlinken, wenn ich einfach suchen. Das findet ihr auch, das hilft auch sehr gut, auch bei Kindern. Auf jeden Fall, diese Mittel, da könnt ihr mal googeln, recherchieren, in Büchern nachschauen, beim Arzt fragen, beim Heilpraktiker. Da sind so viele Mittel, die helfen, dass man einschlafen kann. Natürlich solltet ihr auch, wenn ihr nur Baldrian nehmt, das könnt ihr wirklich eine lange Zeit einnehmen, solltet ihr vielleicht mal Rücksprache mit eurem Arzt halten. Arzt halten? Jetzt kriege ich echt Knoten in der Zunge von so viel reden. Denn Rücksprache ist immer ganz gut. Es ist gut, wenn der Arzt sich ein bisschen mit euch auskennt, wenn ihr sagt, ich habe Probleme beim Schlafen. Dann einfach mal mit ihm drüber reden. Das schadet nicht, außer dass ihr vielleicht einfach mal versucht, euer Problem zu analysieren. Vielleicht steckt wirklich auch mehr dahinter, als dass ihr wie ich nur zu faul seid, früh ins Bett zu gehen und einfach euch den ganzen Tag gerne was vornimmt. Deswegen schauen, was es für Mittel gibt. Schauen, wie so ein Tee euch vielleicht hilft. Und wenn das nicht hilft, oder vorher einfach mit einem Arzt Rücksprache halten. Jetzt muss ich schon das Blatt drehen, denn den Tipp habe ich, den 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 habe ich. Den habe ich noch nicht. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Und zwar frische Luft. Lüften sollte man generell stoßlüften, mindestens 3-mal täglich. Das ist sehr wichtig für eure Wände, für die Fenster und für die Luftzirkulation. Aber vom Schlafen gehen, egal wie oft ihr gelüftet habt, macht nochmal die ganze Wohnung von den Fenstern offen. Mein Deutsch ist so toll. Öffnet nochmal die ganzen Fenster in der Wohnung, damit ihr wirklich einmal komplett durchlüften könnt. Das ist einfach super für die Wohnung, fürs Klima, für die Raumtemperatur. Im Sommer generell abends, weil es sich abgekühlt hat. Im Winter auch generell abends, weil die Heizungsluft sehr stickig ist, sehr trocken ist. Also holt nochmal frische Luft rein. Vielleicht schüttet ihr nochmal euer Bett auf, macht es euch bequem. Und dann Fenster schließen und versuchen ruhig einzuschlafen. Im Sommer könnt ihr auch gerne mit offenem Fenster schlafen. Im Winter, wenn ihr nicht friert, auch. Aber Lüften ist ganz, ganz wichtig, damit ihr einfach gut schlafen könnt, gut atmen könnt und gut zur Ruhe kommt. Ich habe etwas ganz Witziges im Internet gelesen und zwar stand da, dass man mit Haustieren nicht im Bett schlafen soll. Und wenn ich mir überlege, dass mein Milo nicht in meinem Bett schläft, dann kriege ich wahrscheinlich die Krise, außer ich bin nicht zu Hause, dann geht es noch halbwegs. Aber für mich gehört er einfach ins Bett und er hindert mich auch nicht, im Gegensatz, wenn er nicht in meinem Bett liegt, stehe ich nachts auf und suche ihn in der ganzen Wohnung. Wenn ihr möchtet, dass eure Haustiere im Bett schlafen, probiert es. Wenn euer Haustier sehr aktiv ist, nur über euch rumher springt, solltet ihr vielleicht schauen, dass ihr es mal aus dem Bett verbannt und dann, wie es euch damit geht. Aber ich bin ein Pro-Tierkuschler im Bett, ja. Und mein Hund bleibt im Bett. Da schaut ihr einfach auch, wie es bei euch ist. Ich habe auf jeden Fall vieles darüber gelesen, dass Tiere nicht ins Bett gehören zum Schlafen. Viele finden, Tiere gehören generell nicht ins Bett. Da können wir jetzt eine Diskussion starten, wenn ihr möchtet, drauf los, 1, 2, 3, der Erste wirft den Stein. Ich bin dafür, mein Tier gehört ins Bett. Und ja, so ist das halt. Mir hilft es, generell ist Kuscheln oder eine andere Person in der Nähe zu haben, sehr hilfreich, an der Seite zu haben, im Bett.
Ich finde immer so, wenn man jemanden hat bei sich, dann fühlt man sich geborgener, man spürt die Nähe, man ist nicht alleine und man kann einfach besser einschlafen. Man fühlt sich halt schon, ja, beschützt. Das klingt jetzt so schmutzig, schleimig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach schön, wenn man nicht alleine im Bett liegt und natürlich, wenn man jemanden hat, der auch einen an die Hand nimmt und sagt, so, guck mal auf die Uhr, 22 Uhr, ich weiß, du würdest jetzt wahrscheinlich noch am liebsten Samba durch die Wohnung tanzen, aber wir legen uns jetzt hin, wir kuscheln eine Runde, vielleicht reden wir auch noch 10 Minuten über den Tag oder 2 Stunden und dann schlafen wir einfach ein und wachen zusammen auf. Ich glaube, das ist so eine Vorstellung, die jeder, außer die so romantisch veranlagt sind, sehr hübsch findet. Und deswegen, kuscheln ist ganz schön. Wenn ihr keinen Partner habt, dann nehmt ihr halt euer Haustier. Und wenn ihr mit eurem Haustier im Bett nicht klarkommt, Haustier raus, Kuscheltier rein. Ich glaube, ich bin schon beim letzten Punkt. Ich habe nämlich so lange in die Softbox geschaut, hinter euch, dass ich jetzt kaum noch was sehe und ich glaube, ich bin beim letzten Punkt. Und zwar ist es auch ein Punkt, der mit dem Computer zu tun hat. Fangt keine neue Staffel an, wenn ihr wisst, ihr müsst bald schlafen gehen. Ich habe das schon so oft durchgemacht, dass ich dann am Computer saß. Ihr wisst, die Anbieter, die Staffeln für irgendwelche Sendungen und Serien online stellen, die muss ich nicht laut aussprechen. Und dann habe ich angefangen und eine Folge ging dann 1,5 Stunden. Und dann habe ich die zweite geschaut, die dritte, die vierte, die fünfte. Und habe dann gesagt, ach, bei der sechsten gucke ich noch die Hälfte. Und dann war ich zum Schluss bei der achten und dann fing schon die Staffel 2 an. Es ist wirklich nicht hilfreich, wenn man ins Bett möchte. Setzt euch da ein Limit, macht euch eine Belohnung aus, sagt, wenn ich den Tag super vollbracht habe, wenn ich tagsüber artig war, meine Arbeit gut nachgegangen bin, Termine erledigt habe, belohnt euch selbst. Es ist so wichtig, dass man sich ein Belohnungssystem anschafft und aneignet. Ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang gemacht, dass wenn ich mich gut verhalten habe, gute Sachen gemacht habe, produktiv war, meine Arbeit ordentlich gemacht habe, mehr gearbeitet habe, als ich eigentlich mir vorgenommen habe, Termine gut und zeitlich gerecht erledigt habe, denn ich bin ein sehr unpünktlicher Mensch, habe ich mich belohnt, dass ich gesagt habe, okay, dann kaufe ich mir etwas. Und so könnt ihr es auch bei allen möglichen Sachen machen, die euch eine Freude bereiten, dass ihr sagt, wenn ich den Tag gut durchziehe, dann schaue ich eine Staffel, eine Sendung, keine Staffel. Schaut keine Staffel. Egal wie brav ihr wart, schaut keine ganze Staffel. Schaut nur eine Episode. Eine Episode, keine ganze Staffel. Denn dann könnt ihr euch selbst belohnen, das ist für euch sehr wichtig, ihr habt einen positiven Nebeneffekt, ihr freut euch am nächsten Tag drauf, dass ihr sagt, hey, ich mache denn noch mehr, dann kann ich wieder was schauen und von mir aus am Wochenende könnt ihr es durchschauen, da ist es euch überlassen, aber schaut, dass ihr in der Woche wirklich so ein Belohnungssystem entwickelt und dann Freude dran habt, den Tag produktiv zu meistern, motiviert zu überstehen und auch dann am Abend eine schöne Zeit zu verbringen. Das wäre jetzt meine schlaue Liste, wo die Handschrift eh keiner lesen kann, nicht mal ich mehr wirklich, weil ich so schnell geschrieben habe, dass ich einfach nichts mehr lesen kann. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist, ich weiß nicht, wie viel Schnitte ich reinbringen muss, ich weiß nicht, wie ich zwischendurch rede, aber ich habe versucht, das Video recht frei zu halten, denn ich finde wichtig, dass man so eine Videos auch einfach nicht zu professionell angeht. Ich bin ja keine Ärztin oder was weiß ich, deswegen einfach mal frei gesprochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt fängt beim letzten Satz haue ich mal wieder alles nieder. Beim letzten Satz fange ich an, wieder die Welt niederzureißen. Wahrscheinlich brennt dann wieder irgendwie meine Softbox. Die hat nämlich schon mal angefangen zu brennen in einem Video, aber das ist eine andere Geschichte. Also, ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps genannt, die euch helfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir können uns ein bisschen austauschen. Erzählt mir mal über eure Einschlaf-History. Euren Einschlafrhythmus, euren Einschlafverhalten, wie ihr gerne einschläft, wie auch nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vor allem eine gute Nacht, gute Träume, einen erholsamen Schlaf und bis zum nächsten Video. Tschüss!